Boy, boy, was geht ab? Mann! Ich bin zu spät! Ich glaube, das liegt daran. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin 3 Wochen zu spät geboren worden. Und mein ganzes Leben lang, die ganzen 23 Jahre, renne ich jetzt diesen 3 Wochen hinterher. So, Schulterblick rückwärts. Ich kann das nicht haben. Emotional komme ich nicht damit klar, zu spät zu kommen. Kennt ihr das? Ja! Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. So lange habe ich euch nicht gesehen. Ja, ich habe euch vermisst, ehrlich. Hand aufs Herz. Aber ich war so lange so busy. Wir haben noch einen neuen Fahrlehrer eingestellt und dann haben wir noch ein neues Auto gekauft und das Auto muss ich noch fertig machen und das musste alles umgebaut werden und so weiter. Es ist so viel zu tun. Heute ist Samstag. Ich habe gesagt, ist egal, was passiert. Heute machen wir eine Fahrstunde. Wir machen heute keine erste Fahrstunde. Wir machen heute eine Prüfungsvorbereitungsfahrt mit Lisa. Ja, die hole ich jetzt ab. Die ist nämlich schon an der Fahrstunde seit 6 Minuten. Und dann geht's los. Tut mir so leid, dass wir uns so lange nicht gesehen haben. Intro. Und dann geht's los. Moin! Hi! Ich bin so nervös irgendwie. Echt? Ach, Quatsch, nein! Boah, ich muss einen von diesen Kamerahaltern hier, die gehen gleich aus, übrigens in Dortmund noch abholen. Deswegen musste ich nochmal hin und nochmal zurück. Ach, Quatsch, warum? Brauchst du nicht, ne? Ich weiß nicht, ich habe die Kameras. Echt? Ja, aber ich sehe mich ja nicht mal. Die gehen gleich aus. Aber cool, dass du das machst, cool, dass du da Bock drauf hast. Ja. Ich habe mit Tim gesprochen, der sagt, ihr habt alles gemacht. Und wann macht ihr Prüfung? Am 6. Alltag kommen. Gut, dann kannst du jetzt erstmal die ersten 5-10 Minuten nutzen, um ein bisschen so warm zu werden. Und dann fahren wir da, wo die Prüfung auch losgeht, dann fahren wir erstmal so eine Prüfungsvorbereitungsstrecke. Hast du irgendwas, wo du sagst, so, boah, das ist voll kacke, da habe ich gar keinen Bock drauf? Weiß ich gar nicht. Okay, das ist cool, ja. Manche haben das so, die schießen dann direkt aus der Pistole raus, so, ja, parken rückwärts oder so, das finde ich doof. Boah, ja, parken rückwärts, ja, allgemein parken. Was ich aus den letzten Videos erfahrungsmäßig rausgezogen habe, dass viele immer deinem Instagram-Namen fragen werden. Also soll ich den nennen oder soll ich den nicht nennen? Kannst du machen. Ja, weil sonst passiert mir das oft, dass mir dann wirklich viele Leute schreiben, wie heißt Thailand auf Instagram? Und dann muss ich sagen, ja, boah, und dann tippe ich da immer 1000 Nachrichten rein. Wenn du Bock drauf hast, würde ich das dann einfach unten runter verlinken. Spare ich mir 100 WhatsApps. Ja. Cool. Ja, dann schmeiß mal an die Karre. Spiegel hast du dir eingestellt, ne? Ja. So. Irgendwie da habe ich manchmal so voll die Probleme. Beim linken? Bei beiden irgendwie. Guck mal, wenn du den hinteren Türgriff sehen kannst, und dann zum Beispiel, ich kann die Garage, da hinten ist so eine Garage, die kann ich auch relativ gut noch in meinem Außenspiegel sehen. Wichtig ist, dass du so den Rand vom Fahrzeug, die letzte Ecke, wenn du den Spiegel in 3 Hälften aufteilst, dass du in der ersten Hälfte so den Rest von deinem Fahrzeug sehen. Danach halt das, was geht, also den Fußgängerweg da hinten zum Beispiel. Siehst du den? Ja. Gerade den Fußgängerweg. Aber dann sehe ich ja das Auto nicht mehr. Komplett nicht mehr. Dann machen wir so, dass du noch ein bisschen von dem Auto siehst, so den letzten Türgriff auf jeden Fall. Sehe ich nicht mehr, aber den Bürgersteig. Aber das Auto sehe ich nicht mehr. Ja, okay, dann dreh so weit, dass du das Auto auf jeden Fall siehst. Tim hat mir gesagt, dass ich diesen vorderen Türgriff sehen soll. Wenn das geht, solltest du den aber hier unten in der Ecke sehen. Ja, so. Genau. Wenn du da jetzt so reinguckst, meine ich, dass du den Gehweg, nicht den Bordstein, dass du den Gehweg noch so grob sehen kannst. Den sehe ich. Wir können gleich beim Parken nochmal gucken, ob das so passt mit dem Außenspiegel. Ja. Dass du dann da auf jeden Fall die Bordsteinkante siehst, dass da nichts schief geht. Fernlicht und Nebelschlusslicht hast du auf dem Schirm? Ah, das ist kacke. Das ist kacke. Okay, pass auf. Er lenkt gerade. Hier ist ja dieses Automatik. Genau. Hier ist kein. Ja. Das ist Standlicht. Standlicht und das Abblendlicht. Ja, genau. Wenn du mal auf kein Licht drehst, also auf diese Null, dann ist immer noch das Tagfahrlicht an. Kann man gar nicht ausschalten. Und wenn du jetzt aber das normale Licht anmachst, also so Abblendlicht, das? Genau, und den Blinker nach vorne drückst, dann sollte, vorne so. Ja, dann sollte da die blaue Lampe angehen. Ja, das ist Fernlicht. Genau. Ist bei jedem Auto übrigens gleich. Also ist immer, wenn du den Blinker nach vorne drückst, dann geht das immer wieder an. Wie macht man nochmal Lichthupe? Zu dir ziehen. Einmal nur. Ja, 2 oder 10 Mal kannst du auch machen. Aber dann denkt die Familie da vorne, dass wir die kennen. Für Lichthupe brauchst du übrigens nie das Licht anmachen. Das geht immer. Also Lichthupe geht immer, aber das Fernlicht, dafür muss das Licht an sein. Wenn du jetzt zum Beispiel mal auf Null drehst, also auf Tag, und versuchst jetzt das Fernlicht anzumachen und ich habe keinen Quatsch erzählt, geht dann noch ein weiter. Wie auf Automatik. Ne, so, das war ja auf die Null. Fahrzeuge seit 2014 haben diese Schaltung Null gar nicht mehr. Also wenn das Auto eine Automatik-Lichtsensor-Dingsbums-Regelung hat, dann ist selbst auf Schalterstellung Null diese Automatikregelung aktiv. Also wenn du jetzt mal noch einen weiter drehst auf Standlicht und jetzt das Fernlicht anmachst, das sollte nicht gehen. Aber die Lichthupe, wenn du probierst, die müsste gehen. Bick, siehst du? Das funktioniert immer. Und neben dem Lichtschalter hast du noch 2 Knöpfe. Der obere, drück mal den oberen. Das ist ja für vorne, glaube ich. Genau, ja, weißt du doch. Siehst du, da ist so eine grüne Lampe, geht da an. Da. So, da unten links. Drück nochmal drauf. Das sind die Nebelscheinwerfer unten. Vorne. Mhm.
Viele machen das immer, dass die Nebelscheinwerfer anmachen und Standlicht sieht immer cool aus, aber das hat nicht wirklich viel Sinn. Ja, lass das Licht nochmal an. Noch ein weiter. Und jetzt drückt man den unteren Knopf. Den. Und dann hast du da die gelbe Lampe. Siehst du das? Das ist das Nebelschlusslicht. Und der Prüfer, also keine Angst, dass der das große Fragequiz macht, der fragt nach Fernlicht oder Nebelschlusslicht zum Beispiel. Das auf jeden Fall nochmal. Machen wir wieder aus. Und wenn du auf Automatik drehst, du hast halt den großen Vorteil, jetzt hast du ein Video, kannst du dir, also ich glaube in 2-3 Tagen, kannst du dir direkt reinziehen. Und wo geht das Warnblinklicht an dem Auto an? Die Reifenfrage machen wir dann irgendwann später. Weißt du noch Reifen irgendwas? Ich weiß, ich hatte bei dir ja auch Theorieunterricht, aber das habe ich schon ganz vergessen. Oh nein. 3 Sachen sind wichtig. Ich habe versucht, den Zusammenhang zum Fahrradreifen zu ziehen, damit man sich das einfacher merken kann. Luft? Luftdruck, das kann man ja hier an der Innentür nachgucken. Ja, da steht, wie viel da reinkommt. Ja, genau. Beschädigung? Und Profiltiefe, die 3. 1,6. Ja, genau, ja, babam. Gut. Wie man das kontrollieren kann, kann ich dir gleich nochmal zeigen, wenn es irgendwann aufgehört hat zu regnen. Die 3 Sachen, wenn du die sagst, ist auch safe. Luftdruck, Beschädigung, Profiltiefe 1,6 mm. Dann mach Handbremse los. Und das mit der Handbremse, das kann ich auch nicht sagen. Hast du doch, hast du gut. Ja. Schmeiß mal ersten Gang rein. Ja, stimmt. Oh, jetzt bin ich so nervös. Ach, das geht gleich weg. Das geht gleich weg. Pass auf, wir machen, genau. Wir müssen hier voll Fahrschul-Style machen, mit gucken und überall. Ich habe übrigens kein Fahrschulschild auf dem Dach, das habe ich extra gemacht, damit die Leute so fahren, wie die normalerweise fahren. Weil immer, wenn du ein Fahrschulschild auf dem Dach hast, fahren die so ein bisschen vorsichtiger und lassen dich so rein und so. Das werden die jetzt nicht mehr machen. Wir fahren dann gleich links rum weiter. Nein, links. Ja, genau. So. Nach dem Roten kann ich fahren. Ja, das passt. Genau, schleif dich locker rein. Es kann sein, dass sich die Kupplung ein bisschen anders anfühlt als Tims Auto. Dann fahren wir links weiter. Das machst du gut. War gut. Das ist egal, auch wenn das mal so ein halber Meter ist. Guck mal, jetzt der blinkt zum Beispiel. Ne? Bieg aber immer noch nicht ab. Bieg erst ab, wenn du richtig safe bist. Weil manchmal kommt der da von links angeballert, überholt den. Ja, dann stehst du da. So. Genau. Also, dass du dich nicht auf deren Blinker verlässt oder sowas. Weißt du? Weil hast du bestimmt selber auch schon mal mitgekriegt, dass ihr irgendwo hinfahrt und Navi sagt, yo, fahr da vorne rechts. Ach nee, doch nicht da rechts. Und dann macht man den Blinker schnell wieder aus und fährt geradeaus weiter. Aber wenn du dich darauf verlässt, dass die anderen auf jeden Fall abbiegen, du fährst raus, dann sag, ich gebe dir einen Tipp. Wenn du es nicht weißt, auch in der Prüfung, ne? Ja. Guck mal links in die Straße. Siehst du das da oben, wie schnell da ist? Weiß nicht. Dann ist hier 50. Wenn du ein paar Meter gefahren bist in der Prüfung und dann denkst du, fuck, ich weiß nicht, scheiße, wie schnell ist hier, fahr nicht 40, weil dann weiß der Prüfer auf jeden Fall, du weißt es nicht. So, hier kommt die große Show, ne? Denk dran, hier an dem... Ja, stimmt. Das kriege ich auch. Ja, mach, wir ziehen das durch. Wir kriegen das schon hin. Korrekt. Siehst du den da vorne, dass der da so rückwärts gefahren ist? Rechne damit, dass der irgendwelche Faxen macht. Wenn du denkst so, ja, ich habe ja Vorfahrt und der fährt raus, dann müssen wir als Fahrlehrer dann eingreifen und reagieren. Dass dann, auch wenn er schuld ist, aber in der Prüfung sagt der Prüfer dann, oh, sie müssen mit den Fehlern anderer rechnen und so weiter. Und da ist das wichtig, dass du das erkennst, dass der da irgendwie, so wie er jetzt hier auch, hier ist 50, aber keine Ahnung, hat noch ein paar Jahre Zeit, dann push nicht, ne? Ja. Ja, bin gut, die ist schon lange drin. Weißt du, wie von dir aus zur Fahrschule kommt? Ja. Mir ist egal, wo du damit fährst. Rechts oder links? Ja, rechts. Ja, dann machen wir das. Lass dir nur Zeit und versuch wirklich so genau das zu machen. Ist der Unfall, dass ich da nie sage, dass ich den Essbau mache. Ja, aber guck mal, der Abstand ist eigentlich gut und so, oder? Ja. Manchmal denke ich, dass ich so ein bisschen zu weit weg stehe. Das ist nicht schlimm. Du kannst dir das so merken, wenn du den Asphalt sehen kannst zwischen dir und dem Auto. Reicht. Das ist gut. Guck mal, der links neben dir steht fast genauso. Also das ist gut so. Wenn du so den Asphalt dazwischen sehen kannst, zwischen dir und dem da vorne, das ist cool. Das ist schon ein bisschen anders, irgendwie, ja? Mit dem Auto zu fahren, ja. Was?
Obwohl das gleiche Auto ist, der gleiche Motor und das Auto fast genauso viel gelaufen hat wie Tim Seins, ist das trotzdem anders. Also du kannst dir das gleiche Auto 6-mal kaufen, trotzdem fährt das immer irgendwie anders. Und wenn du später fährst, wirst du ja auch bestimmt mit verschiedenen Autos mal fahren, wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass die Kupplung bei jedem Auto anders ist. Manche kommen ganz unten, manche sind ganz oben. Solange du diesen Schleifpunkt einfach hältst, ist alles safe. Wenn du sowas merkst, ne? Hier musste letztens Tim eine Vollbremsung machen. Echt? Warum? Weil da war... Kam er da raus, oder? Nee, da war irgendeine Baustelle oder ja. So. Und dann ist das Auto vor mir nicht ganz reingefahren. Ja. Und du hast gedacht, passt da was? Ja. Wenn du selber fährst, das ist das, was ich gerade meinte mit dem, der da geparkt hat und Faxen gemacht hat. Wenn der auf einmal rausfährt, musst du irgendwie zusehen, dass das passt. Man erkennt aber auch oft schon, wenn die so komisch trödelig fahren, so wie der vor dir gerade, dass irgendwas mit denen nicht stimmt. Guck mal, siehst du, wie schräg der ist, ja einfach ohne zu blinken, fährt einfach links dann vorbei. Aber hier muss ich jetzt warten, ne? Ja. Weil also wenn wir Führerschein, Prüfungen und so, dann dürfen wir diese Sperrfläche nicht überfahren. Aber ich denke, du willst auch links wahrscheinlich, ne? Und erst einmal chill, warte. Lass dir Zeit, wenn dir das passiert auch in der Prüfung, dass sie ein bisschen wegzieht. Okay, Hauptsache bleibst du chillig. Glaube ich. Die Mama von meiner besten Freundin. Echt? Okay. Ja. Na, hier hast du dieses komische Schild mit diesem Anforderungskontakt, ne? Weißt du, was das ist? Nein. Hier unten vor der Linie sind so Kontakte im Boden. Wenn du da drauf fährst, checkt die Ampel, dass hier ein Auto steht und macht dann grün. Stehe ich da noch nicht drauf? Nee, ne? Du kannst so ein kleines bisschen noch nach vorne fahren. Das ist cool. Wenn du nämlich zu weit weg stehst, also angenommen, du willst jetzt da stehen, wo er steht. Also der hier. Der. Achso, ja. Das ist so dunkel irgendwie. Besser? Wie hast du das gemacht? Zeige ich dir gleich. Wenn du da stehst, wo er steht, wird die Ampel nicht grün. Dann stehst du hier bis Weihnachten, weil dieser Kontakt ist halt dafür da, dass normalerweise alle Autos immer so fahren, weil das hier so eine Hauptverkehrsstraße ist. Ausnahmsweise, wenn hier mal einer steht, springt dann die Ampel um. Aber wenn du nicht bis zur Linie gehst, springt hier gar nichts. Aber wir stehen gut, also jetzt ist alles cool. Das mit dem Spiegel, ne? Hier an dem Spiegel ist so ein Klappending, hast du das gesehen? Ja. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, dass wenn Leute mit so Fernlicht oder so oder mit starkem Licht hinter dir herfahren, dass das im Spiegel blendet. Ja. Und deswegen sind die Spiegel immer doppelt geschliffen. Was habe ich noch nicht gesehen? Nein, das ist auch eigentlich irgendwas, was man... Das ist ein Special Feature, das erklärt man nicht unbedingt immer jedes Mal, weil man es fast auch nie braucht. Aber jetzt siehst du das gut so, wie das da ist? Ja. Okay, wenn der dich jetzt blenden sollte, dann klappst du einfach diesen Hebel um. Das ist das gleiche Bild, nur dunkel. Fahren wir hier rechts, mach schon langsam. Ich würde dir den ersten Gang empfehlen. Man schafft das hier locker im zweiten, aber Prüfungsstyle musst du. Guck mal, die steigt hier aus. Keine Ahnung, vielleicht hat die einen Hund dabei. Der rennt auf die Straße, was weiß ich. Pfeifer langsam so nichts rüber. Wenn du das im ersten Gang machst, hast du eine Chance, auf alles zu reagieren. Wenn es im zweiten Gang klappt, gut, viel Glück. Aber mit Glück und Prüfung ist so. Das bleibt auch einfach stehen. Was machst du hier, wenn einer von rechts kommt? Stehen bleiben. Ja. Ja. Weil das wie rechts vor links gilt. Das ist zwar da hinten ein Parkplatz, aber diese Einmündung generell zählt halt wie rechts vor links. Muss ich hier eigentlich auch blinken? Wenn du es machst, sieht es immer gut aus. Du hast ja auch diese innerliche Frage jetzt gehabt. Soll ich oder soll ich nicht? Dann lieber machen. Mach einfach. Kein Prüfer wird sagen, oh, wieder, dass du viel geblinkt. Das ist okay, wenn du blinkst. Was du machst, wenn du den Führerschein in der Tasche hast? Das ist deine Geschichte. Okay, dann such dir eine Stelle zum Umkehren. Ich glaube, die ist nicht so schlecht. Wenn du jetzt schon blinkst, weiß der Benz hinter dir, was du willst. Und dann lässt er dir Platz. So ist cool, der chillt. Du kannst ganz in Ruhe. Und man denkt so, ach so, boah, jetzt schnell und so, mach nicht schnell. Ja, hat Tim mir auch gesagt, ich bin immer so. Yeah. Chill, stopp, kurz guck, was er macht. Korrekt. Und beeil dich immer noch nicht, mach so langsam du kannst. Kleiner Tipp, ab der Hälfte bleib einmal stehen, einfach stopp, bleib mal stehen. Und jetzt guckst du noch da, andere Seite.
Wenn da Fahrradfahrer oder Roller kommen, rasierst du die. Jetzt kommt halt keiner. Dann guckst du wieder nach hinten. Und dann kannst du langsam weiter. Aber langsam, langsam. So langsam du kannst. Ja. Dann stopp. Richtig. Ja, ist egal. Nimm mal erstmal einen Gang raus. Muss ich nicht runter von der Straße? Muss ich noch. Also nee. Du bist schon hier oben. Echt? Ja. Tim hat mir gesagt, ich soll mal komplett. Ja, das sieht gut aus. Also kannst du machen. Mhm. Aber so ist jetzt auch okay. Dass jetzt übrigens die Fußgänger hier kommen und die nicht weiterkommen, ne? Ist völlig in Ordnung. Ist kein Ding. Also nicht, dass du dann in der Prüfung denkst, oh scheiße, jetzt kommt hier ein Fahrrad. Der kann nicht durch wegen mir oder so. Das nennt man unvermeidbare Behinderung. Da kannst du nichts für. Der Prüfer weiß das. Fahr ruhig einfach ja. Und probier dann aus, wie die Räder stehen. Dann guck mal, dass du nach dem LKW auf die rechte Seite so ein bisschen da so abfahren kannst. Check jetzt auf die rechte Seite. Also pass auf, check schon mal hinter dir, was hier abgeht. Und da, jetzt machst du einen Blinker rechts. Du fahrst so rechts vorbei. Und dann aber wieder gerade. Genau, dann Gang kurz, sonst bleiben wir hier stehen. Nimm Gang kurz raus. Jo, dann kannst du alle Füße loslassen. Dann waren wir nämlich nicht. Korrekt. Das wusste ich gar nicht. Nein? Wenn du einen Gang rausnimmst, kannst du immer Kupplung loslassen, alle Füße loslassen. Der hat jetzt hier so eine Start-Stopp-Automatik, deswegen ist der ausgegangen. Normale Autos würden jetzt einfach weiterlaufen. Beim Umkehren, ne? Und auch beim Parken merkt man, dass du das eben machen willst. Ja. Und noch unangenehmer ist natürlich auch in der Prüfung, wenn dann so Autos hinter dir stehen oder so. Ich weiß, das fühlt sich schlecht an. Wenn du aber deinen Führerschein haben willst. Scheiße. Ach, es sind 45 Minuten Prüfung. Je langsamer du das machst, je sicherer und je besser ist das. Wenn du 5 Minuten brauchst zum Parken, sind 5 Minuten schon rum. Versuch dich dabei nicht zu beeilen. Im ungünstigsten Fall sagt der Prüfer sogar, komm, wir fahren da vorne auf den Niedelparkplatz und sagt, da vorne wollen wir parken. So, du stellst dich da hinten und gleichzeitig fährt vorne einer raus und hinten kommt einer. Du denkst dir, okay, das war's, ich steig aus. Lass dir dann aber Zeit, weil die Leute verlieren relativ schnell die Geduld und wenn die sehen, du fährst nicht, dann fahren die um dich rum und sind weg. Und wenn du dir diese Zeit nimmst, diese 5 Minuten, aber das kostet... Erinnerst du dich? Nerven. Dann bleibst du halt stehen und machst das ganz in Ruhe und ganz langsam. Ich kann dir sagen, ich habe mal in der Prüfung wirklich 10 Minuten eingepackt. Wirklich 10 Minuten. So viel Geduld haben die Prüfer. Das brauchst du nicht ausreizen, das ist scheißegal. Aber ich will dir nur sagen, du hast die Zeit. Es ist nur in deinem Kopf, dass du denkst, ich würde von hier aus jetzt losfahren und dann würde ich mit dir mal so eine Prüfungsrunde fahren. Und dann gucken wir mal, was mir so auffällt, was gut ist und woran man noch ein bisschen feilen kann. Fernlicht. Ja, Fernlicht. Was sind das nicht diese? Nee, guck mal vorne in das Auto. Ja. In das Grüne. Mach nochmal. Drück mal den Knopf. Siehst du, dass da unten Lichter angehen? Ja, das. Das sind die Nebelscheinwerfer für unten. Der Knopf da drunter, unter dem, den du gerade gedrückt hast, das Gelbe, was war das? Da hinten. Genau, das ist Nebelscheinwerfer hinten. Nebelschlusslicht. Und wo war das Fernlicht? Ist bei jedem Auto gleich. Wo ist die Lichthupe? Mach mal. Fernlicht, das? Ja, Mann. Weil Fernlicht ist im Prinzip Lichthupe, Schrägstrich, Fernlicht. Lichtschalter kannst du so lassen. Dann steigt der Prüfer an. Dann, hallo, mein Name ist Müller, blablabla, Lisa, alles klar. Heute gebe ich die Fahrtrichtung an und wenn nichts gesagt wird, immer geradeaus. Anlieger bist du nicht, also Anlieger frei nicht reinfahren. Mhm. Und Kreisverkehre immer geradeaus, wenn keiner was sagt. Ja, Kreisverkehre, boah, da hatte ich am Anfang richtig meine Schwierigkeiten, aber jetzt geht's. Das ist gut. Okay, cool. Ja, wenn du safe bist, dann lassen wir los. Muss ich jetzt nicht mehr auf den Knopf? Nee, läuft schon. Also, wenn du drück mal drauf, wenn du drauf drückst, ist auch. Ja. Was musst du nochmal? Ja. Wenn die Verkehrslage zu ist, dann wollen wir in den fließenden Verkehr in Ordnung. Da fahren wir direkt rechts weiter. Lass dir Zeit, weil das ist schon direkt richtig ungünstig hier. Dann die nächste links. Guck mal, hier müsste ich ja, jetzt mach alles jetzt Zeit, das jetzt mach kurz. Ja, mach ruhig. Und dann nimm noch den Außenspiegel. Nimm den ersten Gang, weil das wird sonst zu schnell hier. Langsamer, langsamer und dann hier links. Genau das meine ich. Das ist direkt knackig und schnell. Der fährt hier rechts rum und direkt wieder links. Und wenn dann die Autos so scheiße packen und noch einer von vorne kommt und von links, dann kannst du nur langsam machen und fast stehen bleiben.
wenn die das machen, direkt von Anfang an in der Prüfung, dann wollen die sofort checken. Was ist, wenn ich vorbeifahre aus Moment? Du fährst halt vorbei. Ja, fahr nur nicht verkehrt rum in der Einbahnstraße, dann bist du raus. Wenn du vorbeifährst, sagst du halt, oh, Entschuldigung, hab ich vercheckt. Fällst du nicht durch oder so. So, was ist die Zeit hier? Wo muss ich denn lang? Links, weil da darf man nicht. Nicht vergessen, genau. Da ist die Scheiße. Ja, ist ja. Also da darf ich nicht, ich muss nach rechts. Richtig, mit allem, was dazugehört. Ne? Ich schenk mal Bier und schlafe. Muss ich jetzt hier auch blinken? Ich würde dir empfehlen, Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick. Aber nicht blinken. Da müssten, nein, weil guck mal, da stehen ja schon wieder Autos. Dann machst du ja nur noch den Fisch hier und bist nochmal anblinken. Also, aber wenn die Prüfer gucken, wie du guckst. Aber das ist ja eh eine Einbahnstraße. Vorne sollte keiner kommen, aber Fahrräder können nicht links rum. Deswegen wäre gut, wenn du das siehst. Was fragst du jetzt? Rechts oder links? Rechts. Was? Ach so, so ist das vom Feeling her, immer wenn eine Prüfung losgeht. Dann ist man direkt so, boah, jetzt geht's los. Boah, was ich, ist, was ist, wenn ich so ein paar Mal Schulterblick vergesse, dann bin ich am Arsch. Ja, also ein paar Mal bist du am Arsch. Ja. Links fahren wir weiter. Denk dran, was das für eine Straße hier ist. Ja, genau. Korrekt. Und am besten direkt jetzt schon. Das hast du nämlich direkt am Anfang auch sehr gut gemacht. Genau das. Und guck mal, hier testen die Prüfer zwei Sachen. Einmal, ob du das gecheckt hast mit der Einbahnstraße oder nicht. Das zweite Mal, man sieht von dieser Position, wo du jetzt gerade stehst, nicht gut, rechts und links. Du musst noch ein bisschen weiter nach vorne. Wenn du aber weiter nach vorne gehst, machst du den Fahrradweg zu. Noch weiter, geh weiter nach vorne. So, guck mal, ich glaube, der Gelbe lässt dich, hast du es gesehen? Ja. Dann fahr ruhig jetzt rein, der lässt dir Platz. Nur langsam, beeil dich nicht. Chill. Wenn wir jetzt hier hätten warten müssen, ne? Auf dem Fahrradweg. Und da wären Fahrräder gekommen. Wäre das nicht mehr dein Problem gewesen. Das wäre in Ordnung gewesen. Weil du ja nicht kannst, du kannst ja nicht da hinten stehen bleiben und hoffen, dass du was siehst. Guck mal, an der nächsten Ampel fahren wir links. Fang hier an der ersten. Ja, genau. Fang jetzt schon an, das abzuchecken im Spiegel. Sowas zum Beispiel interessiert den Prüfer null. Das ist völlig egal. Also solange du jetzt nicht jede Ampel machst. Ich hoffe nicht. Nein, ach, nein. Das ist ja jetzt auch nicht gemacht. Wenn das mal passiert, okay. Genauso wie Abwürgen. Ist halt auch passiert. Die Autos haben alle diese Start-Stopp-Automatik, dann geht das sowieso wieder an. Das ist einfach weiter. Wenn du hier den Pfeil auf der Ampel hast, ne? Du hast gleich grün. Ja, dann kommt kein Gegenverkehr. Ups. Ach, alles cool. Das kann dir in der Prüfung auch passieren. Ist das schlimm? Nein. Schlimm ist immer, was du dann draus machst. Also wenn du dann sagst, oh, alles klar, lässt die gucken, schnacken, bupp, Karre ist aus und dann hupt der hinter dir, dann springt die Ampel auf Rot und du denkst, alles klar, ich fahre. 30, bleib cool. Also meistens erschreckt man sich, wenn das dann passiert. Dann ist wichtig, dass du dann trotzdem cool bleibst. Der Prüfer beurteilt immer, musst du dir vorstellen, dein gesamtes Verhalten, wie du hier in diesem System zurechtkommst. Und wenn du ständig mit Panik hier durch die Gegend rennst, dann sagt er, okay, wenn ich dir einen Führerschein gebe, wie willst du das überleben? Also beurteilt der halt auch dein Verhalten in gewissen Situationen. Und wenn du da cool bleibst, machst du gute Karten. Wo muss ich denn hier stehen bleiben? An der Linie hier? Hier. Genau. Und dann da nochmal. Also zweimal. Hier sind zwei Haltlinien. Ja, das ist total komisch. Das ist, ich habe das ein bisschen erfahren. Noch weiter bis zu der nächsten. Bis zu der. Ach, hier nochmal stoppen. Genau. Ich habe das bis jetzt auch nur bei uns in der Stadt gesehen. Sonst habe ich noch nie so zwei Haltelinien gesehen. Rein rechtlich gesehen ist das auch so ein bisschen so eine Sache. Aber wenn du an beiden Haltelinien stoppst, sind alle Prüfer glücklich.
Zack. Und Isa hat gute Beobachtung. Halt, das ist cool. Du machst das gut, geh kein Risiko ein. Ja, jetzt hätte ich können, ja, aber du musst ja nicht. Guck mal, und jetzt kannst du in Ruhe fahren. Besser, du nimmst dir die Situation, wo du selber sagst, das kann ich kontrollieren, als die, wo du sagst, könnte klappen, aber ich muss drücken. So, dann bleib lieber cool und kontrollier das. Ich mach das immer so, wenn die Ampel schon so lange grün ist, ne? Check mal vor dir, der. Guck mal, was der macht. Guck mal, was beide machen werden. Jo. Erinnerst du dich an deine Vollbremsung? Rechne damit, dass die auf einmal stehen bleiben, weil dann ein Fahrrad kommt, weil die da nicht rein können, weil irgendwas passiert. Ich mach das immer so, wenn die Ampel halt schon so lange grün ist, check ich immer beides ab. Einmal hier, ob ukrainischer Transporter hinter dir ist und oder ob die Ampel kurz vorher nochmal umspringt. Also, dass wenn die lange grün gewesen wäre, checkst du einmal nur die Ampel und einmal hinter dir. Vorher. Dann kannst du immer gut reagieren. Und dann rechts. Hier rechts? Ja. Und da musst du checken. Das ist halt gut. Check mal, da hast du daneben noch so eine 2000 Ampel. Siehst du das? Und da kriegst du jetzt innerhalb einer Phase einmal so einen grünen Pfeil. Wie schnell darf man hier fahren? Was? Hier stand kein Schild. Das heißt 50. Ja. Wollte dich damit irritieren mit dieser Frage. In der Prüfung passiert das nämlich manchmal, dass man irgendwo abbiegt und denkt sich selber so, fuck, ich habe kein Schild gesehen, wie schnell ist hier? Aber in der Stadt, kannst du dir merken, steht kein 50-Schild. Weil die sagen einfach, in der Stadt ist immer 50, brauche ich kein Schild hinstellen. Nur der Kopf macht manchmal komische Sachen, wenn er Stress kriegt. Und wenn du dann hier durchfährst und hast Prüfung und denkst dir so, ich habe kein Schild gesehen, was soll ich machen? Denk dran, wenn kein Schild da steht, eigentlich 50. So, Kreise verkehren, verlassen wir an der dritten Ausfahrt. Du darfst noch nicht zu langsam werden, weil sonst kriegen die Krise. Das ist nämlich das Trickige dabei. Hier kann ich drüber. Klar. Blink rechtzeitig, dass die checken, was du willst. Das ist der Grund, warum der Prüfer das hier macht, ist nicht, weil es so schwer ist, hier umzukehren. Guck mal, die Einfahrt ist groß, die Einfahrt ist groß, die nächste ist groß, kannst machen, was du willst. Ich würde dir empfehlen, noch einen Meter nach vorne zu fahren. Ja, wollte ich gerade fragen. Genau. Solche. Der Grund, warum er das hier macht, ist, der will sehen, wie du das Ganze machst. Das heißt also, während du schon dir überlegst, wo fahre ich hier rückwärts rein, dass du blinkst und guckst. Warte, guck mal. Jetzt kannst du. Aber langsam, langsam, langsam. Denk dran, so langsam du kannst, mach langsamer. Ach doch, du kannst. So, jetzt musst du halt, da musst du drüber, ne? Das ist das, was Tim meinte. Später auf jeden Fall. Fährst du rum, gibst Gas, bist weg. Tschüss. Aber in der Prüfung auf gar keinen Fall. Wenn er dann mit seinem Batman-Cape hier ankommt und fahr einfach langsam, lass ihn durch und chill dahinter, ne? Ich denke mir immer so, was macht der eigentlich, wenn Wind kommt, ey? Hier steht ein Schild. Hast du deine Info? Die Hände ein bisschen höher in der Prüfung. Genau. So ist das für entspannt. Ich weiß, aber... Ja. Es ist so, wie wenn du so zum Bewerbungsgespräch kommst, weißt du, was geht. Ist auch entspannter, aber irgendwie
Also so kommt einfach besser an. Pass auf, jetzt macht der Prüfer was Mieses. Der sagt nichts. Und wenn der Prüfer nichts sagt und da kommt ein Kreis, das ist die Zeit. Nimm mal den ersten Gang, mach mal langsamer. Mhm. Dann, wenn der nichts sagt, will der ja immer geradeaus wieder raus. Hast du vorne darf man aber nicht. Dann frag ihn, wo er raus möchte. In der Prüfung, okay? Wir fahren jetzt die dritte wieder raus. Also du kannst dann fragen, die erste oder die dritte raus oder so. Hauptsache fährst hier nicht rein. Ja. Genau. Danke. Korrekt. Check wieder hinter dir. Die Hände nimm wieder ein bisschen. Ja. Just a little bit. Guck mal hierfür. Zack, zack. Und dann machst du den. Dann sagt der Prüfer, oh, sie haben das Hindernis gut gesehen, sie haben gut reagiert. Wenn du, wie soll ich das sagen, wenn du das so machst, wie es alle machen, weiß der Prüfer überhaupt nichts damit anzufangen. Der beobachtet dich und der will ja sehen, hast du die Gefahr erkannt? Ja. Vielleicht hast du sie erkannt und hast gedacht, jo, passt locker. Kann ja sein. Aber wenn du dabei kurz in die Spiegel guckst, links, abcheckst, ob alles cool ist und eine leichte Bewegung machst, langsamer, denk dran, wie es könnte. Ja. Also wenn du da so eine kurze Reaktion einfach so zeigst, das ist viel, viel besser für ihn, um das zu bewerten. Oben an der Ampel waren wir links. Bei der Autobahn habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen eine Schwierigkeit. Echt? Wenn er dir ausgeht, ne? Mach ihn einfach wieder an. Den Blinker mal. Ach so. Ja. Und lass dir Zeit hier. Also nicht, dass du irgendwie versuchst, weil es ein bisschen bergig ist, ein bisschen mehr Kupplung oder Drücken oder so. Das ist ganz normal anfangen. So ein Dodge Ram, finde ich, ist auch irgendwie eine geile Kanne. Oh ne, ich mag so große Autos gar nicht. Ah, die Hände. Ich mach das ja automatisch. Ich weiß. Ich weiß. Muss dich in der Prüfung echt darauf konzentrieren. Das ist halt auch wichtig. Jeder Prüfer hat so seinen Fetisch. Der eine steht auf Umkehren, der andere steht auf Vorwärtsparken, der andere steht auf was für Spiegelbeobachtung. Und dann gibt es andere, die achten nur darauf, also sehr, sehr speziell darauf, wie deine Hände sind. Und wenn du den hier machst oder so, dann kriegen sie die Krise.